Und damit herzlich willkommen zurück zu Song of Horror. Ja, in der letzten Folge, das war ja schon fast emotional, Sophie van Dennen hat uns verlassen. Aber ich habe ja gesagt, ja, ich überlege, vielleicht spiele ich nochmal bis dahin durch, um die am Leben zu lassen. Aber ich habe mir das anders überlegt. Das machen wir nicht. Wir machen das anders, nämlich wir spielen weiter mit Alina Ramos. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich mir denke, der gute Chef von Daniel, der könnte eventuell noch sehr, sehr wichtig sein in der Geschichte. Alexander kenne ich nicht, aber der hat einen Flachmann aus Leder, deswegen nur, keine Ahnung. Alexander und seine Frau sind Haushälter, okay, genau. Und hier haben wir Alina Ramos. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolith Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Support-Teams, das High-End-Haus-Sicherheitssysteme für exklusive Kunden repariert. Und sie hat ein Walkie-Talkie dabei, es funktioniert nicht mehr richtig, es empfängt eine Menge seltsame Störsignale. Und wir schauen einfach mal, wie sie in diese Geschichte hineingerät. Und ich werde versuchen, mit dem Button-Mashing ein wenig besser zu sein. Ich habe es mir nochmal durchgelesen oder angeschaut, wie ich das gemacht habe. Ich habe ein bisschen zu oft die Tür versucht zuzumachen. Ich muss da ein bisschen mehr Kraft, glaube ich, aufwenden. Wenn ich mich nicht ganz vertue, wir schauen einfach mal. So. Verlust deiner Charaktere. Du hast leider gerade einen deiner Charaktere verloren. Wenn dies passiert, ist die betreffende Figur nicht mehr Teil der Geschichte. Wenn du einen deiner Charaktere verlierst, bleiben alle Gegenstände, die sich in ihrem Besitz befanden, an Ort und Stelle liegen. Die Position der Gegenstände wird auf deiner Karte mit folgendem Symbol angezeigt. Solange du noch Charaktere im Spiel hast, wird dein Fortschritt gespeichert. Aber beachte, wenn du alle verlierst, musst du diese Episode neu starten. Ja. Und ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Und sonst wird es für euch wahrscheinlich nicht so groß der ein Aufreger sein, sag ich mal, weil ich das nicht aufnehme. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir einigermaßen gut durchkommen. Und das Erste, was ich machen werde, ist mich fragen, oh, hast du das gesehen? Was ist das denn? Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Was ist denn da? Da. Da ist so ein grünes Licht in der... Was ist das? Ist das der Arbeitsraum da? Ich weiß es nicht genau. Wir klingeln mal. Okay, wir klingeln nicht. Wir gehen einfach rein. The door was open. Were they waiting for me? Ich weiß gar nicht, warum du hier einfach reingehst, Fräulein Alina. Was hast du hier vor? Liegt das daran, dass wir den Alarm gemacht haben? Kennst du den Code? Vielleicht. Die Alarmanlagensteuerung funktioniert überhaupt nicht. Wir müssen dieses Durcheinander in Ordnung bringen. Okay, das ist also deine große Ambition. Warte mal, wie war das nochmal mit der Map? Ach ja. L, also L, oder? Ja, genau. So, oh, wir haben da einen Schlüssel liegen. Okay, da kommen wir nicht rein, okay. Ach ja, genau, den Schlüssel haben wir ja gefunden, da oben rechts, links auch genannt. Und wenn wir hier hochgehen, links rum, links runter die Treppe, da ist etwas. Aber ich möchte tatsächlich erst einmal zu etwas anderem hingehen, weil wir haben ja... Ich lasse mal die Taschenlampe soweit an. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden hier in diesem wunderschönen Raum. Und ich meine mich zu erinnern, als wir im Auto diese Mappe gefunden haben mit diesen wunderschönen Haikus, da habe ich mich erinnert, dass ich eventuell was gesehen habe. Wir haben ja Mappe 2 von 3 gefunden. Oh, da liegt was. Da ist eine Mappe in der Schublade. Teil 3, okay. Ein Teil von Sammlerstück. Eine rötliche Mappe mit einem Haufen Papiere. Können wir nicht öffnen. Nehmen wir einfach mal mit. Das war mir jetzt ein Bedürfnis. Wir können natürlich hier nochmal alle durchgehen.
gruselige Bücher. Ich sollte meiner Schwester davon eins geben, damit sie nicht so viel schläft. Die haben ja jetzt alle was anderes, ne? Äußerst technische Bücher in vielen Sprachen. Ich wünschte, eins davon wäre über Elektronik. Ich will mehr darüber lernen. Okay. Oh, ich kenne diese Schwerter aus dem japanischen Comics. Meine Schwester Rosa mag sie so sehr. Okay. Jetzt überlege ich gerade, das wird extrem schwierig, wenn diese gute Frau sich nicht mit Kunst auskennt. Wir brauchen ja, also wir haben ja drei Sachen. Einmal die Hausnummer, die haben wir ja gesehen. Oder habe ich mir nochmal durchgelesen. Sauls Alter und dann die, das Jahrzehnt und das Jahr bei dem Gemälde der Treppe. Und die Sophie hat uns ja immer erzählt, ja, das ist aus dem und dem Jahr von dem und dem Künstler. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so häufig hier vorkommen wird bei dieser guten Frau. Naja, ich schaue nochmal kurz rein, weil da war ja dieses grüne Licht. Oh, wow, die Steuerung ist ja wirklich gut. Ne, hier ist nichts Grünes mehr, okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hatte oder nicht. Also damit meine ich jetzt mit diesem Spiel. Oh. Okay. Ich höre was. Aus der Bibliothek kam gerade ein Geräusch, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ach ja. Ist ein bisschen merkwürdig, dass sie jetzt hier reinläuft, einfach so, ne? Also so vom Storytellerischen. Finde ich irgendwie, ich weiß nicht genau, was sie sich davon verspricht. Ob die einen Alarmanruf bekommen hat. Ich hätte gerne mehr Kontext bekommen, warum die hier reingeht. Bei den anderen beiden, der Haushälter und der Chef, da würde ich es noch irgendwie verstehen. Bei ihr, weiß ich nicht genau. Da hinten war schon wieder so was Grünes. Naja. War das nicht hier? Ah, ich bin ganz falsch gelaufen. Okay, Entschuldigung. Okay, da hinten, da. Da irgendwie sehe ich jetzt überall so grüne Artefakte. naja. Ich hoffe, dass da hinten nicht so viel Schlimmes auf uns wartet. Ich habe aber das Gefühl. Na, ich sehe nichts. Okay. Jemand hat das zurückgelassen. Okay. Hier waren wir noch gar nicht bisher. Das sind alles drei Sachen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Sie haben die Regale hierher geschoben, vor diese Tür da. Okay. Was haben wir da? Julia. Da ist also nichts drin, nur ein bisschen Geräusche. Oh, guck mal. Diese Katzenuhr ist so geil. Ich fühle mich wieder wie ein kleines Muchacha, wenn ich diese Art von Bands höre. Okay. Eine Spracherzeichnung von Haschers Kindern. Auf dem Etikett steht J&S, 14. September 98. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? Huh? I hear it everywhere. I wish we'd never listened to it. Something is watching us. Oh oh. Ach Gottchen. Ah, warum spiele ich das Spiel schon wieder? Also, ich habe gestern aufgehört. Ich spiele jetzt einen Tag später. Warum zieht mich das immer so? Na, egal. Ein Poster von Alice im Wunderland. Belindo. Okay. Wie schön. Weiß ich nicht. Sie kann nie aufhören, sich mit anderen zu messen, diese Muchacha. Sie erinnert mich an meine Schwester und mich, als wir klein waren. Ganz viele Pokale hat sie da stehen. Was haben wir da? Oh, da ist Kleber. Das ist sehr schön. Aber erstmal, das muss das Bett des Mädchens sein. Ich glaube nicht, dass es kürzlich benutzt wurde. Nee, sieht nicht so aus. Ah, Sekundenkleber. Oh, wie cool mit deutschen Schrift da drauf.
So, Kontaktkleber gesichert an saubere Oberflächen. Alles klar. Der Kleber ist noch ziemlich voll und noch nicht eingetrocknet. Das ist sehr gut. So viele Medaillen. Diese kleine Muchacha ist eine tolle Skaterin. Sieht so aus, als wäre der Kleiderschrank leer. Hier können wir uns also verstecken. Okay, wir gehen dann mal wieder raus. Ich habe das Gefühl, dass wir echt nicht weit weg waren von dem Ende dieser Episode. Naja. So, wir können aber auf jeden Fall jetzt durch die Tür in der Bibliothek. Aber erst einmal hier rein. Oh, was ist da denn drin? Oh Gott. Oh, what a nasty smell. Ei, Madre, das stinkt. Die Toilette ist völlig verstopft. Da kann ich was mitmachen. Was habe ich eigentlich dabei? Maschas Schlüssel. Maschas Schlüssel? Ach ja, genau, für den Hintereingang. Haiku-Mappe, kann ich die eigentlich schon miteinander kombinieren? Mm-mm. Nee. Hä? Okay, komisch. Was haben wir? Ja, genau, weil ich ja gerade in diesem Menü war. Nur mal so, kann ich die beiden jetzt kombinieren? Ja. Auf keinen Fall, diese. Nee, Mappe 2 und 3 zu kombinieren ergibt keinen Sinn. Alles klar. Wie ist das Glas zerbrochen? Haben wir gerade gehört, die Mutter ist anscheinend hier durchgelaufen und hat sämtliche spiegelnden Oberflächen zerstört. Und hier haben wir wahrscheinlich Sauls Zimmer. Ich glaube, wir lassen die Tür mal sein. Nee, nee. Okay. Dieses... Ach ja, das ist so, so schön, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt ständig davon genervt zu werden. Kann ich das bitte ausmachen? Ansehen. Glücksbringer, passiv. Ich weiß nicht, was mit diesem Ding los ist, aber es treten immer wieder seltsame elektrische Störungen auf. Kannst du das mal ausmachen? Obwohl, vielleicht bringt es ja einem Glück. Oh, was war das denn? Ew. Ein Bug im Spiel, der einem mal eben kurz böse macht. Die Lampe ist noch da. Krass. Ein Aktenschrank aus Holz. Hier bewahren die Seniores des Hauses die Kontaktinformationen in der geschäftlichen Kontakte auf. Ich benutze das mal einmal. So, wenn ich jetzt... Ich hoffe, das geht irgendwann aus. Das hiermit. So, die untere Hälfte eines abgebrochenen... Ja, das haben wir schon gemacht. Kombinieren wir mal... Ne, einfach nur benutzen, bitte. Schwer. Gut, das Mikrofon... Ach, das Walkie-Talkie geht aus, wenn wir lauschen. Okay, wir sind hier richtig, glaube ich. Schön, das ist der Metallhaken. Oh, es ist laut. Dieser Haken ist sehr praktisch, wenn du klein bist und etwas erreichen musst, das weit entfernt ist. Also kommen wir jetzt nach oben. Was haben wir da? Das Kabinett ist voller Ordner, Kisten und vielen Dokumenten. Und ein Briefchen. Dritter Brief von Isaac Ferber, 98, von geschrieben. Ja, das ist jetzt laut im Hintergrund, ich weiß, es tut mir leid. Hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, was mit meinem Telefon los ist, aber ich kann dich nicht erreichen, weshalb ich dir diesen Brief schreibe. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist. Sebastian, hör dir die Spieluhr nicht an. Ich wiederhole, höre dir die Spieluhr nicht an. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Melodie. Ich höre sie immer und immer wieder in meinem Kopf. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich lese, wenn ich esse oder schlafe. Sogar in meinen Träumen. Und diese werden schlimmer und schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas beobachtet, Sebastian. Zuerst kam es nur in meinen Träumen vor. Aber in letzter Zeit fühle ich es auch, wenn ich wach bin. Obwohl es mir immer schwerer fällt, den Unterschied zu erkennen. Hier ist etwas, eine seltsame Präsenz.
In den Gängen, hinter jeder Tür, hinter der ich den Rücken zuwende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir so leid, mein Freund. Ich verfluche den Tag, an dem ich dir dieses Spielo geschickt habe. Als Eckfärber. Okay, der wollte uns also zu spät warnen. Und ja, hat natürlich nichts gebracht. Wir können jetzt in den Dachboden gehen. Das ist hier vorne direkt. Also hier durch. Okay, da können wir nicht lauschen. Ich versuche heute mal ein bisschen öfter daran zu denken. Ob natürlich der Dachboden super ist, weiß ich nicht. Oh nein. Den falschen Knopf gedrückt, ich dummes Kind. Oh. Gottes Willen. Ich habe erst auf X rumgemasht, ich Anfänger. Ay, mamita, that was insane. Was für ein Dilemma, ja. Absolut. So, wir gehen mal nach oben. I hope there's something interesting in the attic. Ich habe übrigens das Gefühl, ich weiß es nicht genau, wir werden dieses Kapitel durchspielen und ich werde das auch komplett veröffentlichen, bevor ich Kapitel 2 spiele. Aber sag mir mal, ob dieser Schwierigkeitsgrad nur an diesen... Also ob der nur diese Button-Mashing-Sachen schwieriger macht oder nicht. Weil wenn ja, dann bin ich sehr also dann würde ich auf jeden Fall akzeptieren, wenn wir es leichter machen, sag ich mal. Hier weint jemand. Aber hier ist das Bild, was wir gesucht haben. Ich kann in diesem Gesicht dann nur abstoßende Emotionen erkennen. Das Gemälde ist von 1798. Ich schreibe mir das mal auf. War im Keller, 98. Schönes Bild, absolut. Ich werde so traurig, wenn ich mir dieses Bild ansehe. Hier steht, es ist von 1745. Hier ist das eigentlich ganz interessant mit diesem Spiegel von 1745, sehr früh, würde ich sagen. Sonst sehe ich hier nichts, ich höre aber was. Und ich... Oh, was... Who is that? Oh Gott. What? What is this? Das war das letzte Haiku. Vervollständiger Haschas Haiku-Sammlung habe ich gerade bekommen als Apple. Haschas Haiku. Sammelobjekt. Eine Reihe kleiner Geschichten von Sebastian P. Hascher. Niemand weiß, was ihn inspiriert hat. Oh, ich wollte das andere lesen. Behalte die Tür im Auge. Im Raucherzimmer gesichtslose Gestalt. Ein verlorener Freund. Was für ein Geschenk, wenn er das überhaupt noch ist. Hi, Dios. Where did she go? She was right here. Oh, Junge, Junge, Junge. Hier steht ein Gericht von einem alten Bauvorhaben. Ich könnte es durch ein Fenster erreichen. Okay, vielleicht dieses Fenster? Es wirkt so trostlos, dass ich am liebsten weinen möchte. Das Gemälde ist von 1811. Okay. Mein Primo hat eine große Staffelei wie diese benutzt. Er war langsam, aber er hat einige schöne Bilder gemalt. Ist ja egal, wenn du dann langsam bist oder nicht, ne? Beim Anblick von diesem Bild fühle ich mich so einsam und verloren. Das ist von 22. Diese dumme Kamera, die hat das Kind weggemacht. Die Wiege. Die Leute sagen immer, Alina, du wirst doch als alte Jungfrau enden. Sie sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Absolut.